bin's wieder, euer Clash Gnadenlos mit einem Special. 2000 Abonnenten Clambo steht an. Ich habe bald meine 2000 voll. Ich mir fehlen noch, glaube ich, 10, 15 Abonnenten. Dann habe ich die 2000 voll. Die werden, der Clambo wird nicht früher stattfinden, also nicht diese Woche oder nächste Woche, weil ich in zwei Clans eingeladen wurde am Wochenende für Clan Wars und da habe ich schon zugesagt und mein Clan War wird am 29. Januar stattfinden, denn 29. Januar schreibt es euch auf, Datum etc. Wir werden die Suche um 3 Uhr starten oder um 4 Uhr, mal gucken, am Freitag. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die Leute schon Donnerstag reinlasse, mal gucken. Wie könnt ihr da reinkommen? Wie könnt ihr reinkommen? Ich mach mal einen kleinen Kampf, damit das nicht ein bisschen zu langweilig wird. Damit ihr auch so. Ich lasse einfach einen Kampf von mir laufen. So, ich gucke mal kurz, meine Damen und Herren. Yo. So, wie könnt ihr euch bewerben? Einfach nur unter diesem Video euren Namen aufschreiben. Euer Nick. Es haben schon einige gesagt, dass die mitmachen wollen. Die haben mich auch angeschrieben, auch über Kick, über WhatsApp. Weiß der Geier was? Es werden höchstwahrscheinlich 10, 15 Freunde von mir dabei sein bei dem Clanboard. Und der Rest sind alles Abonnenten. Also werden Abonnenten sein, die bei dem Clanboard mitmachen. Und es wird richtig fett, Jungs, richtig fett. Verpasst das nicht. 2000 Abonnenten Clanbau von Ötzi Clash Gnadenlos. Ja, das war richtig geil. Ich habe bei 10, bei einem Abonnenten angefangen. Das war der Aslan. Und jetzt bin ich schon bei 2000. 2000 Menschen. Das hört sich nicht so viel an. Aber das, wenn man, das sind 2000. Abonnenten, Fans, Freunde von mir und das, ich finde das richtig geil und das wird gefeiert an dem Tag. Damit das nicht zu langweilig wird, also dass da ein bisschen Ansporn ist, auch bei den Fights, werde ich da ein bisschen, wie beim 500 Abonnenten Clan War und beim 1000 Abonnenten Clan War wird es Kohle geben. Habe ich überhaupt einen 1000 Abonnenten Clan War gemacht? Ich glaube nicht. Ich weiß sie jetzt gar nicht mehr. Aber es werden Gutscheine verteilt. Die besten 4 im Clan War werden Gutscheine bekommen. Ich glaube 100, 150 Euro werde ich da ansetzen und ja, das ist eine Menge und da werden wir richtig fette Fights sehen. Wie wird bewertet? Also die Bewertungen werden so geschehen, dass jeder wie letztes Mal 10 oder 50 Punkte zur Verfügung hat und die dann jedem geben kann. Was kann ich dann noch sagen zum Abonnentenclanbau? Ja, pünktlich da sein bitte. Wenn ihr reserviert, ich kann leider nicht hier jeden reinlassen, weil das wird so sein, wenn ich 2000 Abonnenten habe und nur 50 Plätze zur Verfügung habe, wird das leider so sein, dass das nicht geht, dass alle reinkommen. Aber ich werde das dann so machen, dass dann einige rausgehen, auch natürlich werden die Leute nicht 2-3 Tage die ganze Zeit im Clan sein, dass ich auch Besuch haben kann, dass ihr uns besuchen könnt, dass ihr euch die Fights angucken könnt, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Alles könnt ihr mal machen. Haben wir einen Fight? Wenn Bartsch cool ist, mach Bartsch. Er hat einen Bartsch-Kampf. Bartsch. Kum. Zeugland. Wie gesagt, Jungs, seid dabei, seid ein Teil dieses Ötzi. Es macht mir tierisch Spaß, mit euch zu reden. Ich werde versuchen, die Videos brutaler zu machen. Also, wenn ich jetzt die Zeit habe, dann werde ich in eine Kamera investieren. Ich werde alles machen, dass die Qualität und alles besser wird. Nicht nur im Spiel, wir können noch ein bisschen quatschen und alles. Und ihr werdet sehen, das wird richtig, richtig fett. Wir können ja mal gucken, solange Kriegslock. Wir haben ja, wie ihr wisst, diesen kleinen Geschenk bekommen. Ja, und hier hat dann die anderen haben da hier gekämpft gehabt. Und wie ihr seht, haben wir jetzt einen kleinen Lauf.
4 haben wir gewonnen. Ja, und da waren die anderen Leute noch hier drinnen und seitdem wir hier kommen, wird Gas gegeben. Und jetzt im Krieg War of Liberty gegen WHO, ein Clan war 8 Gegner, da sieht es auch gut aus. Wir werden jetzt hier den 10er noch zweiern, dann haben wir Gleichstand 30-30. Die haben die bessere Zerstörung, also müssen wir jetzt noch 1, 2, 3er reinhauen in deren Gesichter, in Gianlucas Gesichter. Italienischer Clan. Gucken wir uns einen Kampf an. Ja, das sind alles Zwei-Sterne-Fights. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist für euch. Aber wir können uns ja mal den einen Kampf angucken gegen Kai. Cool. Ich werde euch das nachreichen, wenn wir einen Dreier machen. Oder natürlich werden wir Dreier machen, aber die werden dann einfach nachgereicht. Ja, wie ihr seht, Standard Erdbeben-Style in deren Haus. Und ich habe den Kai. Kai 1997, rechnen wir mal aus 3, 13. 13, jo, er ist 19 Jahre alt, 20 Jahre alt und wurde rasiert von Hatagram in sein Gesicht. Bam! In seine Fresse habe ich ihn geballert. Nach Italien zurück, nicht zurück, aber er ist da. So, Jungs, 29. Januar. 29. Januar, tragt euch das ein. Ich werde alle 50, also die besten 50 Fights von den 50 Membern zeigen in Videos. Das werden dann bestimmt locker 5, 6 Videos sein. Es wird brutal, so wie die letzten Clan-Boss auch. Es wird richtig nice und wir werden richtig brutal Spaß haben die Tage. Da froste ich, da gebe ich richtig Gas. Nee, da gebe ich richtig Gas und dann mache ich Standard 2, ja. Vielleicht werden wir den noch dreiern, dieses Dorf, weil das sieht ganz gut aus. Machen wir ein paar Erdbeben und dann können dann die Hexen rein und alles verbrennen und alles platt machen. Kai 1997 ist hier rasiert worden, wurde platt gemacht. Verdammte Axt nochmal von harter Kampf von War of Liberty. Liberty. Wie ich gestern gelesen habe und wie mir geschrieben wurde. Gibt es bald ein Update? In 2, 3 Wochen kommt das Update. Da wird dann natürlich für die Farmer was dabei sein, weil die wurden ja richtig platt gemacht. Irgendwelche Schubkarren, wo man dunkles und Elixier und Gold speichern kann. Und wenn man angegriffen wird, dass man dann ein bisschen vom Gold wieder zurückbekommt. Es ist eine gute Sache, aber ich finde. Wenn es das mit diesem Rathaus geben würde, dass man dann wieder ein Schild kriegt, das wäre richtig, richtig nice für die Leute, die da unten sind, die am Farmen sind. Weil ich glaube mal, das sind 90% der Leute, die dieses Spiel spielen, die haben Spaß am Farmen und die haben keinen Bock, immer ausgeraubt zu werden. Mein Kumpel zum Beispiel, Elvi, der wurde gestern, ich glaube, 20 Mal angegriffen. Und die haben ihn immer platt gemacht und keine 30% gegeben. Und der ist durchgedreht. Also der hat umsonst gefarmt den ganzen Tag. Und das war richtig, richtig scheiße. Das wird dann höchstwahrscheinlich geändert in 2, 3 Wochen. Ich hoffe mal, damit der Spielspaß wieder zurückkommt. Wir gucken mal, haben wir einen Kampf? Oh, Sandro. Verdammte Axt nochmal! Ja. Sandro ist zur Legende geworden. Das werde ich euch auch im nächsten Video dann zeigen, wie er zur Legende geworden ist, mit welchem Fight und alles. Leider kann ich kann ihm jetzt was geben. Verdammte Axt, natürlich kann ich ihm was geben. Wieso habe ich ein Gift in der Burg? Keine Ahnung. Ich spende ihm mal was. Ne, und dann werden wir uns Sandro seinen Kampf angucken und dann wird das auch vorbei sein, das Video. Wie gesagt, am 29. Februar, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, dann macht mit. Wir werden Spaß haben, wir werden miteinander reden, diskutieren über alles, alles, Gott und die Welt. Und ihr werdet natürlich in meinen Videos zu sehen sein, auch wenn ihr Scheißkämpfe macht, werdet ihr dabei sein. Aber wie gesagt, Jungs, seid dabei, das wird richtig, richtig nice, Jungs, richtig fett. Und es gibt als Schmankerl was zu gewinnen und das finde ich richtig cool von mir. Ha, ich finde es cool von mir. Ich mag euch sehr, ich mag sehr, sehr viele Leute von euch. Natürlich gibt es einige Hater und ja, ich finde das richtig, richtig traurig, dass die mich beleidigen.
Nicht von den Leuten, wo ihr jetzt denkt, wo ich früher Streit hatte, mit denen habe ich mich vertragen. Also mit denen habe ich keinen Stress mehr. Also mit hier, mit der Gang, mit, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber es gibt ein, zwei Leute, die mich richtig beleidigen und das ist richtig, richtig traurig. Aber ich weiß, dass diese Personen jung sind und ja, ich hoffe, dass er das nicht weitermacht, weil immer dieses Wort zu hören, das ist nicht fair und das ist nicht korrekt. Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden beleidigt, hinter seinem Rücken geredet. Ich bin ein Mann, verstehst du? Ich bin ein Mann und ich stehe zu meinem Wort. Ich würde niemals zu irgendjemandem H-Punkt Punkt sagen. Du sagst zu mir, ich soll das gesagt haben bei einem Clan. Aber vertrau mir, mein Freund, ich habe noch nie sowas gesagt. Also, bitte sag das auch nicht zu mir. Ich bin ein korrekter Mensch. Mit mir kann man über alles reden. Und wenn ich Scheiße baue, dann entschuldige ich mich auch gerne. Aber bitte, bitte beleidigt mich nicht oder meine Familie. Das ist nicht korrekt von euch. Ich will hier Spaß am Spiel haben. Einige schreiben mir, dass die meine Videos nicht gut finden. Oder jetzt habe ich mal ein bisschen investiert in Spezialeffekte, damit das Video ein bisschen bunter aussieht und dass man mein Gesicht nicht die ganze Zeit sieht. ja, wenn jemandem das mein Style nicht gefällt, dann gibt es so viele YouTuber, da können die dann reingehen, gucken und sich amüsieren. Wir gucken noch mal, ob jemand noch einen Fight hat und dann werden wir das Video auch beenden. Wir gucken natürlich mal. Nee, nee, me, please. Alter! Jo, naja, einen Kampf haben wir noch vom Festdeck. Er sagt, naja, also das heißt, dass der Angriff nicht so erfolgreich war. Aber zwei Sterne, mein Freund. Was ist los mit dir? Was ist los? Was ist los? 12 Bookies. Natürlich werden wir dein Fight zeigen, mein Freund. Oh, dieses Dorf mag ich richtig geil. Ich mach mal schnell auf Stopp. Ich gehe immer hier rein. Ich setze meine 4 Erdbeben hier rein. Und mach hier links, hier rechts auf und dann überrenne ich das Dorf. Und ich mache so oft 100% bei diesem Dorf. Das ist richtig, richtig sexy. Und ich kämpfe ja nicht mit Hexen, aber das ist eine Burg für Hexen, Jungs. Das ist, Alter, und wenn ihr so ein Dorf habt, dann ändert das, Alter. Dann ändert dieses verdammte Dorf, damit ihr nicht platt gemacht werdet. Ich wurde letztes Mal platt gemacht. Minus 44 in mein Gesicht. 100% mit 15 Hexen. Er hat mich zerfetzt. Ich habe vergessen, mein Dorf umzustellen. Ich habe ein offenes Dorf gehabt, so wie er. Nur ein bisschen anders. Und Alter, der hat mich vergewaltigt. Der hat mich hochgenommen. Bam, in mein Gesicht. Irgend so ein Japs, aber hat mich da platt gemacht. Aber wie gesagt, ich zerstöre und dann ist das normal, dass man auch zerstört wird. Gestern hat uns, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Gestern hat uns einer von einem großen Clan angegriffen, einen deutschen Clan. Der hat uns sehr, sehr oft besucht und wir nehmen ihm das nicht übel, dass er einen von uns platt gemacht hat. Aber ein Stern hätte gereicht, mein Freund. Und ich weiß genau, dass du das Video jetzt siehst. Und sei gewiss, mein Freund, wenn wir dich finden. Werden wir dich ja auch rasieren, aber unsere Freundschaft bleibt. Also, wir sind keine Kinder. Vielleicht hast du ja die Pokale gebraucht. Du bist jung und brauchst die Pokale. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber das fand ich ein bisschen scheiße von dir. War keine korrekter Style, mein Freund. Also, ich hätte dir höchstwahrscheinlich einen Stern gegeben. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht hätte ich die auch platt gemacht, keine Ahnung. Je nachdem, wie der Tag verlaufen ist, ob ich viel gefunden habe oder nicht. Aber wir nehmen dir das nicht übel. Aber mein Freund, Digga, du weißt, man sieht sich immer zweimal im Leben und dann wirst du irgendwann mal rasiert. Nichts gegen dich. Wir sind immer noch Freunde. Aber du wirst platt gemacht. Du wirst platt gemacht. Verdammt, sag's nochmal. Du wirst verbrannt. Du wirst platt gemacht. So, das war der Fight von Festig und ich werde mich jetzt verabschieden von euch. Wie gesagt, in den nächsten paar Tagen werdet ihr sehen, wie Sandro zur Legende geworden ist. Fette Fights werdet ihr sehen von uns, weil viele von uns jetzt hochgehen mit den Pokalen.
Ich glaube, wir haben jetzt 4, 5 Legenden und es haben jetzt noch sechs Legenden zugesagt, dass die jetzt bei uns in den Clan rein wollen. Ich bin in Kontakt mit denen. Wir müssen mal schnacken, ob das passt. Und weil bei uns ist das ja so, bei uns wird jeder Vize, jeder kann machen, was er will, weil wir sind alt genug. Und einige stört das, weil die wollen dann so ein bisschen, dass da jemand die Führung übernimmt. Aber wir sind halt nicht so. Bei uns ist bisschen lockerer Style. Und wenn die damit einverstanden sind, dann können die gerne kommen. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Dann werden wir weiter farmen, weiter jagen und weiter zerstören. Wie gesagt, am 29. diesem Monats, 29. Januar, ist mein Clan War, Abonnenten Clan War 2000. Und ich werde natürlich auch weiter Werbung machen dafür. Und wie gesagt, haut rein, Jungs. Wir haben es heute Donnerstag. Heute wäre eigentlich meine letzte Nachtschicht gewesen, aber ich mache noch eine morgen, eine extra Nachtschicht. Verdammte Axt nochmal. Ich weiß nicht, wieso ich zugesagt habe, aber was soll's, meine Freunde. Haut rein und viel Spaß und freut euch auf den Clan War. Tschüss.